Ja, herzlich willkommen hier zur Deutschen Meisterschaft für die U14. Heute live aus dem BCM Basketball City Manhattan. Ich bin Malte Schmidt-Schäuber und habe heute die spezielle Aufgabe, dieses Spiel zu kommentieren heute. Ein Bereich, wo ich ja noch nie war, also in der sehr, sehr Jugendbereich NBBL, JBBL habe ich ja schon die Möglichkeit gehabt, viele Jahre zu machen, aber heute mal Neuland für mich. Es gibt keine Statistiken hier, es gibt kein Scouting, ist alles ein bisschen anders, aber wir sehen hier sehr talentierte junge Basketballspieler und heute geht es um viel für die Fraport Skyliners. Wieder ein Titel für ihre Kollektion. Heute im U14-Bereich, die Fraport Skyliners empfangen heute TS Jahn München für den Titel und wir freuen uns hier auf sehr unterhaltsamen Jugendbasketball unter 14 Jahren. Also ich bin mal gespannt, natürlich ein sehr, sehr bekannter Name, wenn man jetzt hier mal auf die Trikots der Skyliners, die gleich von rechts nach links spielen im Weißen. Die Nummer 10, das ist Joshua Bonga, natürlich der Name sagt schon alles. Der junge Bruder von Isaac Bonga, der ja 2 Jahre hier am Main gespielt hat, davor eine NBBL-Saison mit Eintracht Frankfurt, davor in Koblenz. Und sein Bruder ist unterwegs hier bei der U14 und ist am linken Flügel da mit der Nummer. Das ist der beste Spieler bei Frankfurt, die Nummer 13, Jamal Fatty. Aber gleich hier ein Turnover, ein bisschen zu motiviert da im ersten Zug zum Korb. Jamal Fatty mit der Nummer 13, 17 Punkte gegen gestern gegen Hanover. Allrounder, guter Werfer. Jetzt kommen die Münchner im ersten Possession. Bitte ein bisschen Verständnis hier mit dem Namen, also alles Neuland für mich. Aber ich versuche mein Bestes zu geben hier. Jetzt kommen die Skyliners hier mit Jamal Fatty. Und da sieht man schon die Athletik, was er hat. Gleich 2-0 die Führung für die Fraport Skyliners durch Fatty. So, das ist der beste Spieler bei München, die Nummer 7. Das ist Tin Vudovicic. Ne, Udovicic heißt er. Ein Allrounder aus Kroatien stammt er, aber ein Turnover gegen München. Und jetzt Frankfurt mit Konstantin Lewe mit der 5. Wie gesagt, Bonga mit der 10, der den Ball jetzt hat. Dann haben wir Ferdi mit der 13, mit der 16. Das ist Marvin Esser. Das ist ein Big Man. Und die 14 von draußen, Fehlwurf, das ist Joshua Zentgraf, der Kapitän. Das sind 2 Zwillinge bei Frankfurt. 2 Punkte, ich glaube für Bonga war das. 4-0 für Fraport Skyliners. 2 Zwillinge bei Frankfurt, Joshua Zentgraf, der Kapitän, und Leif Zentgraf, der andere mit der Nummer 9, jetzt auf der Bank. Fraport Skyliners mit die frühe Führung hier, 4-0. Bei München jetzt, wie gesagt, mit Nummer 7, Udovicic, der beste Spieler. Udovicic am Flügel, zieht, hat Raum und macht einen netten Wurf. Die ersten Punkte für TS Jahn München. Joshua Bonga. Bonga. Bonga, Step Back. Fehlwurf und Rebound mit der Nummer 6. Das ist Nico Hirtl am Ball. Nico Hirtl. Hirtl, schöner Backdoor. Aber da kann München nichts draus machen. Ein Fehlwurf von Daniel Fackler. Sehr guter Verteidiger im Team. Und Frankfurt mit die gute Möglichkeit. Offensive Rebound da von Konstantin Lewe. Das ist Jamal Fatty. Da sieht man schon fast ein Mann gegen Jungs. Also da sieht man schon, dass der in einer ganz anderen Liga ist. Einfach vom Körperbau. Ist schon sehr weit. Jamal Fatty mit der Nummer 13. TSJ in München jetzt. Und Roman Holloway hat wohl amerikanische Wurzeln. Der Big Man mit der Nummer 11. Einwurf jetzt für TS Jahn München. Roman Holloway von Downtown. Fehlwurf. Langer Rebound. Kommt zu 2 Punkte. Sorry, ich habe eben einen falschen Nummer gesagt. Das war mit der Nummer 10 Bonga wieder. 6-2 die Führung für Frankfurt. Jetzt München. Fehlwurf eben von Allen de Vries. Gute Bewegung und 2 Punkte
für den Topscorer Udo Vicic. 6-4 die Führung für die Fraport Skyliners. Udo Vicic mit alle Punkte der TSJ. Jamal Fatty jetzt. Fatty für 3. Fehlwurf. Und der Loose Ball kommt zu Udo Vicic. Udo Vicic. Ah, da kommt der Trailer, aber da konnte Daniel Fackler nicht Kontrolle über den Ball bekommen. Auch einer, der seit der U8 spielt bei TSJ München, genau wie mit Kieran Köller und auch Nico Hirtl. Bonga zum Korb, schöne Bewegung, 2 Punkte für Joshua Bonga. Ein One-Man-Show, Bonga und Fatty. Und die Antwort, sehr gut geworfen da von die Nummer 13, Kyle Warner, kommt aus Kanada. Knappes Spiel, 8-7. Und Fehlwurf und abgepfiffen Foul an Frankfurt gegen TSJ München. Und da ein sehr guter Inside-Out-Spiel, Kyle Warner, der Big Man. Guter Rebounder, kann den Dreier werfen. Jamal Fatty jetzt an der Freiwurflinie. Ins Spiel jetzt für München, Kieran Köllner. Erster Versuch für Fatty ist gut. Jamal Fatty mit der Nummer 13. Zweiter Versuch. In and out. Und der Rebound kommt zu Kieran Köllner, der Kapitän von TSJ München. Und ein Steal von Konstantin Lewe und abgepfiffen. Zwei Freiwürfe jetzt für Joshua Bonga. Hat auch in dieser Saison in der JBBL gespielt. Wäre eigentlich programmiert gewesen, vor einer Woche bei der U16 mitzuspielen. Wurde geschont für dieses Turnier. 2,2 Punkte, 1,9 Rebounds hat er im Schnitt gemacht in der JBBL. Und er macht beide. Oder er macht 1 von 2. Und alle Punkte für Frankfurt durch Bonga und Fatty. Bonga am Ball. Zentgraf mit der 14 und wieder ein Offensiv-Foul gegen Fatty. Das kann er kaum glauben. Und das müsste sein zweites Foul sein für Jamal Fatty. Thomas Koch, der Head Coach von Fraport Skyliners im blauen Trikot, gerade ein paar Worte noch mit dem Schiedsrichter, muss Jamal Fatty rausnehmen, belastet mit 2 Fouls, fast ein Steal von Joshua Bonga. Also BCM gut besucht heute, auch der neue Head Coach der Fraport Skyliners ist da, Sebastian Gleim, ganz wichtig, damals vor einigen Jahren den Isaac Bonga hier nach Frankfurt zu holen. Und schöner Floater von die Nummer 11. Das ist Alan DeVries, hat auch die polnische Wurzeln, also polnische Wurzeln und Army-Wurzeln. Also ein sehr ausgeglichenes Spiel hier bei Frankfurt. Wie gesagt, eine One-Man-Show zwischen Fatty und Bonga. Fatty muss jetzt aber, ist an der Bank, muss wegen 2 Fouls. Bonga jetzt am Einwurf. Roman Holloway mit der 11. Und schöne Bewegung da unterm Korb von Joshua Zentgraf. Der Kapitän, sehr guter Rebounder. Ist der beste Verteidiger gegen Big Man bei den Fraport Skyliners, U14 Mannschaft. Ins Team jetzt mit der Nummer 15 für München, das ist Janis Grusendorf. Ein Big Man, sehr athletischer Big Man. Erster Versuch für Joshua Zentgraf ist gut. Zweiter Versuch für den Deutschen, Joshua Zentgraf ist auch gut. So, jetzt kommen die Münchner mit
Udo Vicic von der 7. Schöne Bewegung und der Ball rollt nicht rein. Lange Rebound kommt zu. Ein Gerangel am Court. Sehr gutes Hustling da von Janis Grusendorf. 4 Team-Fouls für TS Jahn München. 3 Fouls für die Fraport Skyliners. München bleibt dran. Einwurf jetzt für München mit Nummer 5, Daniel Fackler. Spielt seit der U8 bei TS Jahn München. Das ist wieder hier Udo Vicic mit der 7, der beste Spieler für TS Jahn. Oh, gut aufgepasst in den Passweg ein, Marvin Esser. Aber da hätte er selber finishen sollen, aber Ballverlust gegen Frankfurt. Jetzt kommt TS Jahn München, Udo Vicic. Und ein Ballverlust. Grusendorf kann den Ball nicht kontrollieren. Joshua Bonga. Inside jetzt Bonga. Für 3. Airball. Gerettet von die Nummer 11, aber Holloway aber zu München. Udo Vicic in Traffic, Fehlwurf, Rebound Bonga, Bonga leitet den Fast Break, Joshua Bonga, Bonga, Coast to Coast, Bonga off balance, wäre schön, wenn er reingegangen wäre, aber ein Foul gegen die Nummer 14, Georg Essel, nee, sorry, das ist München, Joshua Zentgraf, der Kapitän von den Fraport Skyliners, beide Teams mit 4 Team-Fouls, Einwurf jetzt für TS Jahn München. Sehr knappes Spiel hier live aus dem BCM Basketball City Manhattan. 12-9 die Führung für die Fraport Skyliners. Im Ballbesitz TS Jahn München. Moritz Herbst mit der 9. Kickt rüber. Fast Break. Bonga. Fehlwurf eben von De Vries. Bonga. Schöner Pass. Und da findet er die Nummer 14. Joshua Zentgraf. Schönes Transition Basketball von den Fraport Skyliners. Gerettet von München. Für ein Downtown. Fehlwurf. Offensive Rebound von TS Jahn München von Fackler. Udo Vicic. Schöner Crossover. Foul gegen Fraport Skylines. Gute Arbeit da von Tin. Udo Vicic. Also sein Vorname ist Tin. T-I-N. Sein Vorname. Der, ein Allrounder für TS Jahn München. An der Freiwurflinie jetzt. Tin Udo Vicic von Kroatien. Nimmt sich viel Zeit. Udo Vicic und der Erste sitzt nicht für ihn. Zweiter Versuch jetzt gleich für Udo Vicic. Und der sitzt für ihn. Eins von zwei von den jungen Mann aus Kroatien. Kleine Presse, aber Boshua kann sich befreien. Boshua hat Platz, traut sich nicht rein. Neuer Aufbau für die Fraport Skyliners. Zone jetzt von TS Jahn. Hier ein bisschen Unruhe gegen Frankfurt zu bringen. Ob das was nützt, sehen wir gleich hier. Schöne Bewegung von die 14. Fehlwurf, Ball ins Aus. Von dem Kapitän Joshua Zentgraf. ...3:29 noch zu spielen hier im ersten Viertel. Live aus Basketball City Manhattan, die Trainingsstätte des Easy Credit BBL Team Fraport Skyliners und die Heimstätte des Pro B Mannschafts Farm Team Fraport Skyliners Juniors und NBBL Team Eintracht Frankfurt Fraport Skyliners. Einen Turnover eben, Schrittfehler geben, Kapitän Joshua Zentgraf. So, das ist jetzt Finley Prüver mit der 6. Ah, sorry. Nico Hirtl eben mit der 6. Fehlwurf, kein Punkte für die Münchner. Jetzt Frankfurt mit Bonga. Step back für Joshua. Und der sitzt. Nothing but net. Und da springen die Frankfurter von der Bank für Joshua Bonga mit einem sehr schönen Step back.
jetzt München. Fehlwurf von Gusendorf. Bonga ist auch einer mit sehr vielen Vorteilen mit seinem Körper gegen die anderen Jungs hier. Oh, schöne Bewegung, schöner Drive von die Nummer 16 von Fraport Skyliners, Marvin Esser. Neuer Spieler für München, Georg Essel kommt wieder rein, die Nummer 14. Nein, der ist doch jetzt in der Auszeit genommen hier. Frankfurt kann sich jetzt ein bisschen absetzen hier. Größte Führung im Spiel hier mit 18:10. Wir sind heute hier live aus dem BCM zur Deutschen Meisterschaft U14 und das BCM-Haus hier ist sehr schön gefüllt heute für dieses Spitzenspiel. Möglicherweise der nächste Titel für den Verein Fraport Skyliners. Ist zwar nicht im Profibereich, aber immerhin, es zeigt wieder die Schritte, was der Verein macht in Sachen Jugendarbeit. Sie waren ja 2015 im NBBL-Finale damals unterlegen gegen FC Bayern München. Damals noch Richard Freudenberg, der ja dann zu den Skyliners in der letzten Saison kam, mit als MVP noch mit 24 Punkten. Und dann 2016 wurde Eintracht Frankfurt Fraport Skyliners JBBL-Meister, damals noch mit dem überragenden Jim Gietz. Und heute 2019 versuchen sie es mal wieder im Jugendbereich mit der U14 hier den Titel zu schaffen. Die waren ja am letzten Wochenende ja auch in Jena dabei im JBBL Top 4, leider da unterlegen gegen FC Bayern München. End-One von die Nummer 16, Marvin Esser. Größte Führung für die Fraport Skyliners, 19:10. TSJ in München jetzt in der Offense. Nico Hörtl, kleiner Spieler. Versucht da, schöner Pass inside zu Daniel Fackler. Das ist De Vries in Traffic. Schöne Bewegung von Alan De Vries. Kein leichter Wurf. Joshua Bonga. Mal sehen, wo seine Reise geht in den nächsten Jahren. Sicherlich nächstes Jahr in der JBBL. Ist gerade mal 14 Jahre alt, Joshua Bonga. Turnover gegen Frankfurt. Bonga ist am 13. Januar 2005 geboren. Also wird dann im nächsten Jahr, also Anfang 2020, 15. Und denke mal, nächstes Jahr wird er JBBL spielen. An der Freiwurflinie jetzt für München. Alan De Vries. Und der erste Sitz. Nothing but net. TSJ in München im Comeback-Mode. Zweiter Versuch, De Vries, der sitzt. Und jetzt Joshua Bonga. Eben von Roman Holloway. Fast doch ein Steal. Gute Arbeit. Schöner Pass. Und ein Block da von die Nummer 9. Das war Live Zentgraf, der andere Bruder von Joshua. Schöner Steal eben von Daniel Fackler mit der Nummer 5. Und die ziehen ein Foul. Ich habe da nicht so Kontakt gesehen, aber ich war jetzt nicht direkt am Ball gewesen. Erster Versuch für die Nummer 9. Und das ist Moritz Herbst. Gefällt mir sehr gut, was diese U14-Spiele hier von der Freiwurflinie machen. Sehr konzentriert. Trefferquote ist auch nicht schlecht, würde ich mal behaupten, von was ich hier so sehe. Frankfurt jetzt nur noch mit 4 vorne, mit Joshua Bonga. Und abgepfiffen Foul an Leif Zentgraf. Sehr guter Score in Reihen der Fraport Skyliners U14-Team. Erster Versuch für ihn ist nicht gut. Wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, wir haben hier leider keine Statistiken, kein Scouting. Also kein ausgedrucktes Scouting, aber vielleicht bekomme ich ja bei der Halbzeit doch was hier
Aber offiziell ist man kein, ist kein Scouting. Macht das alles ein bisschen schwieriger, aber so ist es halt im Jugendbereich. An der Freiwurflinie jetzt für TSJ in München. Mit der Nummer 6, das ist Nico Hirtl. Airball. Er darf das noch. Ist ja Jugendbereich. Die Jungs haben noch viel Zeit, um zu üben. Sehr guter Postspieler. Auch schon dabei seit der U8 bei TSJ in München. Zweiter Versuch. Ist gut für Nico Hirtl. Frankfurt mit 6 vorne. Mit 1:21 noch zu spielen hier im ersten Viertel. Live aus dem BCM in Frankfurt am Main. Kleine Presse von TSJ in München. Joshua Bong am Ball. Kann sich locker befreien. Schöner Swing-Out-Pass in die Ecke. Wieder Bonga eben noch von Finley Prüver. Kein genauer Pass da von Marvin Esser. Schöne Bewegung und da war leider die 24 Sekunden Shot Clock im Wege, also der Versuch von Sergio Grote. Auch einer der Big Men der Frankfurter, guter Rebounder. 20:16, die knappe Führung der Fraport Skyliners. U14-Team, heute suchen die den U14-Titel. Fehlwurf da von die 14, Georg Essel. Joshua Bonga wieder, immer wieder sehr aggressiv, mit viel Energie zum Korb. Fehlwurf, hat seinen eigenen Rebound. Step out, Fehlwurf von die Nummer 6 von Frankfurt. Da ist er wieder. Zieht zum Korb. Kontakt da. Fehlwurf von Finney Prüver. 2 Punkte für Frankfurt. Und jetzt wieder am Ball Udo Vicic, der Kroate mit der 7. Bisschen Kombinationsproblem da, noch ein letzter Wurf mit einer Sekunde und der sitzt! Ein Buzzer-Beater von die Nummer 9, Moritz Herbst, der super Allrounder, spielt auch schon seit der U8 bei TSJ in München und ein ganz wichtiger Big Shot am Ende des ersten Viertels und TSJ in München bleibt hier gut dran und ist nur mit 3 zurück hier nach 10 Minuten. Ja, Frankfurt immer so ein bisschen mit der Oberhand, so ein bisschen mit Mini-Kontrolle, aber kann sich nicht so richtig absetzen von TSJ in München. Am Anfang, die ersten 5-6 Minuten, war es die Bonga-Ferti-Show, aber Ferti musste frühzeitig gehen. So halbwegs durch das erste Viertel mit 2 Fouls belastet, beides Offensiv-Fouls. Und dann zu Ende wurde die Last an Andros Schultern übernommen über den Zentgraf. Und auch Esser, wichtig, dass die Frankfurter noch andere Jungs hier hatten, die so ein bisschen die Arbeit von Ferti abnehmen konnte. Ferti jetzt wieder drin mit der Nummer 13. Zweites Viertel jetzt. Jamal Ferti, der absolute Topspieler der Fraport Skyliners, das U14-Team, am Ball jetzt mit der Nummer 13. Super athletisch und wie ich schon mal gesagt habe, man sieht schon dieser Unterschied im Körperbereich der anderen Jungs. Fehlwurf. Offensiv Rebound von Frankfurt. Schöner Turnaround-Wurf von die Nummer 8. Das ist Grote. Schöne Bewegung Ferti und er zieht das Foul.
Jamal Fatty, die Nummer 13. Erster Versuch. Auch einer, der JBWL spielt. In dieser Saison. 14 Jahre alt. 13. März geboren. 2005. Also vor ein paar Monaten gerade mal 14 geworden. Riesentalent für Frankfurt. TS Jahn versucht da den Backdoor zu stecken. Pass von die Nummer 9, Moritz Herbst, hat den Georg Essel gesucht. Aber der konnte den Ball nicht kontrollieren. Fertig wieder im Anmarsch. Und Ballbesitz für die Frankfurter. 1,84 groß, 63 Kilo und Shooting Guard. In der JBWL 3,2 Punkte hat er im Schnitt gemacht, 2 Rebounds. Über einige Spiele komme ich gleich noch drauf. Fertig inside. Und schöner Pass da von die Nummer 6, Finlay Prüver. Der beste Verteidiger gegen kleinere Spieler im Team der Fraport Skylanders. Fertig jetzt an der Freiwurflinie hatte ein in der JBBL ein 10-Punkte-Spiel. Gegen Allgäu. Und der N1 ist gut, hatte 9 Punkte gegen Bonn-Röndorf und 9 Punkte gegen Leverkusen in der JBBL. Jamal Fatty. Schöner Floater von die Nummer 7. Udo Vicic. Jetzt wieder Frankfurt. Schöne Bewegung von die Nummer 8. Sergio Grote. Jetzt München. Oh, schöner Backdoor, Reverse Layup, Fehlwurf und Rebound durch Finlay Prüver. Und ins Aus. Neue Spieler für TS Jahn München mit Kieran Köller. Und die Nummer 11, Alan DeVries. Frankfurt, Backdoor, Fatty, hat die Position. Das müssen die öfters machen. Er hat da oft das Mismatch. Da gegen die Nummer 7, Udo Vicic. Und Fatty jetzt wirklich in MVP-Mode hier für das Finalspiel. Fehlwurf, gutes Offensiv-Rebound von die Nummer 7, Udo Vicic von Downtown. Fehlwurf und Fatty mit dem super Rebound und Fatty jetzt am Ball. Jamal Fatty verliert den Ball. Steal von München, die Nummer 6. Schöner Pass, schöne Täuschung. 2 Punkte. Schöne Kombination von Hirtl zu Köller, der Kapitän. Die von Downtown, Fatty, langer Rebound. Kommt zu TS Jahn München. Das ist Udo Vicic. Udo Vicic am Baseline. Gute Verteidigung da von Finlay Prüver. Und drängt Udo Vicic zu einem Turnover. Aber TS Jahn München, die lassen nicht nach. Die bleiben dran hier. Nur mit 7 zurück. Übrigens im Spiel für Platz 3 hat Düsseldorf gewonnen. Über Hannover. Hatte Jamal Fatty hatte auch ein 5-Punkte-Spiel, 3 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 1 Block in 14 Minuten gegen Gießen in der JBBL. Hat echt schon ein paar sehr gute Spiele gemacht, als ja, war eigentlich im Prinzip 13-Jähriger in der JBBL. Also, das ist ja unter 16, also da sieht man schon das Potenzial, was Jamal Fatty am Tisch liegt.
Also auch ein Name, den man nicht vergessen sollte in den nächsten Jahren. Jamal Fatty und natürlich auch Joshua Bonga mit der Nummer 10. Einwurf jetzt für die Fraport Skylines. Jamal Fatty am Ball. Fatty zieht. Schöne Bewegung. Und er rollt rein für ihn. Jamal Fatty. Ich werde zur Halbzeit sicherlich einen Punktestand haben. Der ist aber schon zweistellig, ganz klar. Und TS Jahn München wirft den Ball ins Aus. Wieder hier und da mal immer wieder Miscommunication zwischen die TS Jahn Spieler. Das läuft viel runder bei den Fraport Skylines in der Offense. Dank diesem Mann hier. Fatty zieht wieder und das ist, erinnert mich sehr auch an Len Schormann, wie er vor 2 Jahren in der JBBL dominiert hat. Auch damals Bonga in der NBBL. Das war wirklich ohne Probleme, diese sehr athletische, großgewachsene Jungs wie ein Fatty mit 13, jetzt gerade 14 geworden, die dominieren einfach an diesem Level. TS Jahn München. Schönes Ballhandling da von De Vries. Fehlwurf. Offensive Rebound. Schöne Bewegung von Köller. Fehlwurf von die Nummer 7. Das war Udo Vicic, der Kroate. 6:20 noch zu spielen hier im zweiten Viertel. Rebound und Putback. Offensive Rebound und Putback für Joshua Bonga. Und jetzt kam die Wende im Spiel. Die Fraport Skyliners jetzt mit ihrer größten Führung und einem netten Lauf. München jetzt ein bisschen 1 gegen 1 und die Würfe kommen nicht. Joshua Bonga, die Frankfurter jetzt auf ein 10-2 Lauf. Hier im zweiten Viertel und führen jetzt sehr komfortabel mit 36-23. Frankfurt jetzt mit Prüver, mit dem Drive. Schöne Bewegung von Finlay Prüver mit der Nummer 6. 12-2 Lauf, Fraport Skyliners. Schöne Bewegung und das ist ein Foul an die Nummer 11, Alan De Vries. Und da sah man seine Spezialität, seinen Drive. Das kann er ganz gut. Und er zieht das Foul. Der Kanadier. Oder Ami, Entschuldigung, Ami mit polnischen Wurzeln. Der Kyle Warner ist aus Kanada, ist auch im Kader mit der Nummer 13 für TS Jahn München. Erster Versuch für De Vries ist gut. Ich sag's nochmal, also ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie gut diese Jungs von der Freiwurflinie agieren. Also richtig super, super. Für deren Alter. Top. Bonga. Kick nochmal raus. Oh, schöne Bewegung von die Nummer 6. Finlay Prüver. 14-2 Lauf für Fraport Skyliners. Und die sind jetzt am besten Wege, die deutsche Meisterschaft U14 für sich zu sichern. Aber jetzt erstmal eine Auszeit. Ja, man hat schon hier und da mal natürlich. Warum sollte nicht ein Jamal Fatty oder ein Joshua Bonga ihre Vorteile ausnutzen in der Athletik und auch öfters zum Korb driven? Das tun sie auch. Aber hier und da mal auch mal sieht man, dass sie auch uneigennützig sind und eben mit dem sehr schönen Kickout-Pass von Bonga. Und das ist natürlich schön zu sehen, auch an diesem Level, dass die Jungs es verstehen, den Ball auch zu teilen. Da ich jetzt gerade mal ein bisschen Zeit habe, schauen wir hier nochmal, was ich an Joshua Bongan finden kann. In der JBBL, ich habe schon seine Stats gesagt, 2,2 Punkte, 1,9 Rebounds hat er im Schnitt gemacht. Und ja, der hatte auch ein paar nette Spiele
nicht ganz so gut in Sachen Scoring wie Jamal Fatty, aber wenn ich mal wieder Zeit habe, komme ich dazu, was er in der JBL gemacht hat, in Saison Joshua Bonga. Aber jetzt erstmal irgendwie TSJ in München jetzt versuchen, diesen Lauf zu stoppen. Ein 14-2 Lauf für die Fraport Skyliners. Turnover, so wird es nichts mit dem Comeback. 5 Minuten 10 Sekunden noch zu spielen hier im zweiten Viertel. Bonga, schöner Kick-Out-Pass, aber gut gelesen von der Nummer 7, Udo Vicic. Und wunderschön gemacht von Tin Udo Vicic. Stoppt den Lauf der Fraport Skyliners. Hier 46 noch zu spielen hier im zweiten Viertel. Die Fraport Skyliners mit 13 vorne. Immer wieder Jamal Fatty mit dem Ball. Die Zentralfigur, aber kein guter Pass. Steal von die Nummer 15. Grusendorf. Grusendorf. Grusendorf am Ball. Kickt raus zu die Nummer 11 von Downtown. De Vries. Schöner Wurf. Alan De Vries über Joshua Bonga. Wichtiger Dreier und nur noch 10 Punkte Führung. Immer wieder so kleine Läufe von München. Schöne Bewegung von Joshua Bonga. Joshua Bonga. Erster Versuch. Oder der End-One. Fehlwurf. Lange Rebound. Kommt zu Frankfurt. Nummer gerettet von die Nummer 16. Esser. Fatty in Traffic. Fehlwurf. Ein bisschen zu hart geworfen. Und der Rebound kommt zu die Nummer 11. De Vries. Alan De Vries. De Vries. Coast to Coast. Fingertip Roll. Das sah sehr schön aus, aber mit Pech. Aber der Loose Ball kommt zu TSJ in München. Der Nummer 9. Herbst. Udo Vicic. Oh, wunderschön gemacht. Jetzt München. Mit einem kleinen Lauf. Bleiben dran. Touchdown Pass Bonga. Aber zu weit. Turnover. Das sind natürlich diese kleinen Fehler, die dann immer mal wieder kommen, wenn ein Team eine zu große Führung haben. Ich versuche ein bisschen zu schick zu spielen, aber das darf man im Jugendbereich noch. Schöner Spin-Move. Kann da nichts machen. Steal Bonga. Bonga. 10 gegen 10. Kick nochmal raus zu Esser. Schöne Bewegung. Fehlwurf und zieht das Foul. Marvin Esser. Marvin Esser zieht das Foul. Erster Versuch sitzt und die Freiwürfe weiterhin werden geworfen, sehr hochprozentig von beide Teams. Wirklich bemerkenswert an diesem Level. Freut mich, das wirklich zu sehen. Zweiter Versuch für Marvin Esser. Der sitzt nicht, aber offensiv Rebound von Joshua Zentgraf, der Kapitän der Fraport Skyliners. Jamal Fatty, ein bisschen 1 gegen 1 hier. Fatty zum Korb mit seiner Mega-Athletik. 2 Punkte, ohne Probleme. Das sieht so leicht aus, wenn er das macht. Backdoor. Schön gesehen von die Nummer 7, glaube ich, war das. Udo Vicic zu die Nummer 15, Janis Grusendorf. Guter Driver, guter, sehr athletisch für seine Größe. Grusendorf. Und er erwartet jetzt den Ball an der Freiwurflinie. 2:53 noch zu spielen hier im zweiten Viertel. Die Fraport Skyliners in Kontrolle und führen. Mit 13. Erster Versuch. Grusendorf. Fehlwurf. Zweiter Versuch. Der sitzt. J-
Joshua Bonga. Keine Probleme gegen eine Presse. Bonga, Coast to Coast, zwei Punkte. Fingertip Roll, à la Tiny Archibald. Der kann's. Bonga auch. Jetzt TS Jahn München mit Grusendorf. De Vries. Wunderschön. Also sein Wurf gefällt mir heute. Hat schon ein paar sehr nette Würfe getroffen hier. Der war aber für zwei nur. Fatty in Traffic. Und Turnover gegen Fatty. Sein drittes Foul heute für Jamal Fatty. Alles offensiv Fouls. Er muss zur Bank. Jetzt TSJ in München. Können die jetzt Vorteil nehmen, dass Fatty draußen ist? So nicht. Bonga. Bisschen die Konzentration verloren, aber dann noch dieser Second Effort, dieses Hustle von Joshua Bonga hat ihm ermöglicht, den Ball zu retten. Bonga in der Ecke. Konstantin Lewe mit der 5. Bonga. 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 Zu Grote. Grote in Traffic und zieht das Foul gegen die Nummer 11, Allen De Vries. 1:46 noch zu spielen hier im zweiten Viertel. Super, super besucht heute das BCM für dieses, für die deutsche Meisterschaft. Der U14. Und an der Freiwurflinie jetzt die Nummer 8 der Frankfurter. Das ist Sergio Grote. Guter Rebounder. Einer der Big Men der Fraport Skyliner. Zweiter Versuch für Sergio Grote. Und der sitzt. TSJ in München mit De Vries. Udo Vicic. Mit der 7. Udo Vicic, 1 gegen 1. Das kann er sehr gut. Sehr guter Ballhandler, schöne Crossovers. Gefällt mir sehr gut, der Udo Vicic. Ballbesitz noch für TSJ München. Frankfurt mit 13 vorne. Wollen noch gut hier in die Halbzeit reingehen mit die Doppel-Digit-Führung. Udo Vicic. Kurz, Rebound Joshua Bonga. Immer wieder versucht er schnell auf Transition, aber gutes Transition-Defense, TSJ München, Joshua Bonga. Handoff zu Lewe. Lewe für 3. Gut! Konstantin! War das Lewe? Ja, oder? Oder war das die 8? Ne, Lewe war es, ich glaube. Entschuldigung. Wenn es die 5 war, dann Lewe. Ganz wichtiger Dreier hier, kurz vor der Halbzeit. TSJ in München mit Udo Vicic. 1 gegen 1. Sehr gewagt, da kam die Hilfe rüber. Sehr, sehr gut gemacht vom Big Man Marvin Esser. Udo Vicic. Tin Udo Vicic. Der Kroate an der Freiwurflinie noch hier noch. Hoffentlich für ihn und TSJ in München noch 2 Punkte zu machen. Kurz vor der Halbzeit. Ein sehr sicherer Schütze von Downtown. Der nächste Versuch für den jungen Mann aus Kroatien. Und der sitzt. Joshua Bonga noch mit 42 Sekunden spielen hier im zweiten Viertel. Frankfurt mit 51-37 vorn hier. Frankfurt jetzt. Bonga. Das ist Holloway und Frankfurt verliert den Ball. Ballbesitz für TSJ in München. Noch ein super Hustle-Play hier. 27 Sekunden vor der Halbzeit von TSJ in München. Die haben nochmal die Möglichkeit hier noch die Führung von Frankfurt runterzuschrauben. Frankfurt hätte nochmal die Möglichkeit, Ballbesitz zu bekommen. Udo Vicic. Udo Vicic. Nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr ab. Am rechten Flügel, linken Flügel Moritz Herbst. Da ist das Udo Vicic. Gute Defense von Frankfurt. Bonga.
mit 4 Sekunden. Bonga. Bonga. Für den Dreier. Kurz. Und das war's, liebe Zuschauer. Es ist Halbzeit hier live aus dem BCM. Die deutsche Meisterschaft zu U14-Titel. Zur Halbzeit für Fraport Skyline ist mit 51 zu 37. Ich nehme eine kurze Auszeit und bin kurz vor Beginn des dritten Viertels wieder live für euch hinter Mikro.
So, herzlich willkommen zurück hier live aus dem BCM zur deutschen Meisterschaft der U14. Fraport Skyliners gegen TS Jahn München. Und dank meinen Kollegen Stefan, der ja hier die ganze Technik macht, der hat es geschafft, mir hier einen Ausdruck zu machen. Und ich habe jetzt Statistiken, nur nicht wie gewohnt immer während des Spiels, wo ich schnell sagen kann, wie Teams gerade werfen oder Rebounds holen. Aber ich habe jetzt hier wirklich ein ausgedrucktes Scouting, dank Stefan, nur er kann sowas, von diesem Spiel und werde jetzt mal mein Bestes geben, hier mal ein bisschen Licht zu dieses Ergebnis zu geben. Und die Frankfurter werfen, also super, danke Stefan, also 51% vom Feld werfen die Fraport Skyliners, 13% nur von draußen, 1 von 8. TS Jahn München, 38% vom Feld und 25% von draußen. Die haben 3 von 12 getroffen. Und ich habe ja so das Freiwurfwerfen gelobt. Und das, die Münchner können sich sehen hier. 71%, 10 von 14. Und bei Frankfurt ein bisschen schlechter, 10 von 17, 59%. Bei den Rebounds, ganz klare Sache, das dominieren die Frankfurter mit 28 zu 14, 13 Offensive Rebounds für die Fraport Skyliners. Und bei den Turnovers machen beide Teams einen super Job. 12 für Frankfurt, 11 für München. Also in manche Pro-B-Spiele ist es nicht besser. Und Topscorer bei Frankfurt ist Joshua Bonga auf Double-Double-Course. 17 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists. Und Jamal Ferdi, 15 Punkte, 1 Rebound, 1 Assist. Und bei München 2 Jungs, 2-stellig. Udo Vicic, 13 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assist, 1 Steal. Und die Nummer 11, das ist Alan De Vries. 13 Punkte, 1 Rebound, 1 Steal. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht hier reinbringen. Vielen Dank, dass ich diese Statistiken bekommen konnte und dass man das hier auch beim U14-Spiel so ein bisschen sehen kann. Okay, jetzt geht's hier weiter im die zweite Halbzeit. Ich habe eben in der Halbzeit noch mit dem Sebastian Gleim gesprochen, der jetzt Fraport Skyliners Head Coach geworden ist, aber auch die letzten Jahre der Direktor, der Jugendkoordinator der Skyliners Jugendarbeit war, und der hat mir noch ein bisschen interessante Informationen über Joshua Bonga und Jamal Ferdi gegeben, und die werde ich natürlich noch jetzt hier in die letzten 20 Minuten noch von mir geben. So, aber jetzt erstmal hier das dritte Viertel und Ballbesitz für die Fraport Skyliners, und die führen, wie gesagt, hier komfortabel mit 51-37. Und mit Brett, das ist Roman Holloway mit Brett. Und da hat er sogar ein bisschen gelächelt. Ich glaube nicht, dass er das wollte. Erster Versuch von TS Jahn München. Und ein Steal, schlechter Pass da von Essel. Fast Break, Bonga. Fehlwurf, Pächter. Und Ballbesitz für TS Jahn München. Von Downtown, Fehlwurf. Die Nummer 11 und Rebound da durch die Nummer 14. Das ist Zentgraf Joshua. Aber 2 Punkte für die Münchner. Ich habe den Wurf eben leider verpasst. Jetzt Bonga. Zentgraf. Und Steel, Münchner kommen hier gut aus der Halbzeit raus. Steel durch Hirtl. Hirtl, der kleine Hirtl, Fehlwurf, Airball. Und Zentgraf mit dem Ball. Joshua Bonga. Schöne Bewegung von die Nummer 6. Zweiter Versuch von die, das war Esser, Fehlwurf von Prüver, und jetzt München.
Und ein Ballverlust gegen De Vries. Einwurf für De Vries. Schöne Bewegung von Fackler mit Pech beim Abschluss. Jetzt Bonga. Bonga, Pull-up. Kurz. Und Rebound. Fackler. Daniel Fackler. Und das ist Udovicic. Udovicic, 1 gegen 1. Kick nochmal raus. Hirtl. Schwieriger Wurf. Gut verteidigt da. Von die Nummer 14. Das ist Zentraff. Oh, schöne Bewegung. Hart zum Korb. Mit viel Power. Viel Energie. Die Nummer 6. Finlay Prüver. Und der End-One jetzt für Finlay Prüver. Der sitzt nicht. Gut ausgeboxt da von Zentgraf. Aber Ballbesitz für TSJ München. 7:35 noch zu spielen hier im dritten Viertel. Und Einwurf jetzt Nico Hirtl. Udovicic. Und abgehört Schrittfehler da gegen die Nummer 15, Jannis Gusendorf. Hier im ersten Viertel, erste Halbzeit, Udovicic mit. Ja, 13 Punkte, hatte ich ja schon gesagt. Sehr gute erste Halbzeit für ihn. Gute Defense da von Hirtl. Fast Break für München durch Grusendorf. Grusendorf, Coast to Coast. Pech und einige Korbleger an der Strecke liegen. Aber super Offensive Rebound von Udovicic. Grusendorf da kann den Ball nicht kontrollieren. Steal von die Nummer 6, Prüver. Fertig immer noch, ja, fertig auf dem Platz jetzt. Und Glück da für Frankfurt. Bisschen nachlässig hier in den letzten Possessions. Die haben die hohe Führung. Aber die können nicht nachlassen hier in München. Immer noch die Möglichkeit hier, noch viel Zeit hier ein Comeback zu gestalten. So, jetzt hier eine kleine Auszeit. Bisschen Information noch zu Joshua Bonga. Zweites Jahr bei Frankfurt, der wurde jetzt vor kurzem eingeladen. Nationalmannschaft, der 2004er Jahrgang, erster Lehrgang, Nordsee Cup wird dann gespielt. Bonga ja Jahrgang 2005. Und man sieht ganz klar, unglaublich athletisch, dass ja, er Familie ist. Isaac und Joshua, sehr viele Ähnlichkeiten. Und sehr talentierter Point Guard, hat Sebastian Klein mir gesagt. Und was sehr stark bei ihm ist für sein Alter, was man sehr selten sieht, bei diesem Jahrgang hat Sebastian Gleim gesagt, dass Joshua Bonga seine Augen nach vorne hält. Also wenn er dribbelt, guckt nicht viel nach unten, hat schon ein sehr bewusstes Ballhandling, sehr gutes Hand-Eye-Coordination und sein Ziel ganz klar ist, Profi-Basketballspieler zu sagen, aber wir wollen nicht zu viel Druck machen und sagen, muss unbedingt in die NBA, er will einfach Profi-Basketball werden. So, jetzt die Skyline, das Holloway. Oh gut, die Münchner verteidigen besser, kommen besser in die Passwege. Nico Hirtl, der kleine Junge und geblockt da von die Nummer 16, Esser. Aber die Antwort von die Nummer 5, Daniel Fackler. München ist noch am Leben. Skyliner ist nicht mehr so stark, haben Intensität verloren. Aber das haben die gut gemacht. 2 Punkte von die Nummer 8. Grote, schöner Pass von Prüver. München jetzt, schöner Stepback. Und die Münchner werden besser. Udovicic.
Fatty. Ah, wieder Glück da, dass die Münchner da keinen Steal hatten. Esser. Und wieder ein Turnover gegen Frankfurt. Also die Münchner verteidigen viel aggressiver, haben mehr Intensität, kommen die Passwegen besser und spielen jetzt ihr bestes Basketball in der Verteidigung. Und noch eine sehr interessante Sache, was Sebastian Gleim über Joshua Bonga gesagt hat. So wie es aussieht, so wie der Joshua gerade wächst, könnte der Joshua noch größer werden als sein Bruder Isaac. Isaac ja, ich weiß nicht momentan, wie groß er ist, aber er war auf jeden Fall schon bei 2,5 Meter. Fehlwurf von Frankfurt, die Würfe kommen nicht mehr. Rebound, Udo Vicic. München mit das Momentum jetzt. Udo Vicic, off balance. Zieht das Foul. Und was auch sehr interessant war, was Sebastian Gleim noch über Joshua Bonga gesagt hat. Wie ist von der Verteidigung her ein mehr natureller Verteidiger als Isaac. War an diesem Alter 14 Jahre. Aber es kann sich ja noch viel tun. Aber interessante Infos zu Joshua Bonga von Sebastian Gleim. Udo Vicic macht den zweiten. Udo Vicic, genau. Und kleiner Lauf von München. 12 Punkte die Führung nur noch für die Fraport Skyliners. Jamal Fatty. Fatty in Traffic. Schöne Bewegung. Jamal Fatty. Mit dem N1. So wie auch Schurmann in der NBBL und Pro B. Wenn die Mannschaft Instant-Punkte braucht, gibt Schormann den Ball, genau wie hier in der U14, give the ball zu Jamal Fatty und er macht Punkte. 61-46 die Führung für Fraport Skyliner. Eine schöne Bewegung, Nico Hürtel, Fehlwurf, Ball kommt zu De Vries für 3, Airball und gefangen von die Nummer 8, Grote. Ball kam irgendwie zu Frankfurt, Rebound Fatty. Bonga, schneller Pass, Bonga, schöner Pass. Aber der Abschluss war nicht so gut von Konstantin Lewe. Wunderschöner Bullet-Pass von Joshua Bonga. Also die Turnover häufen sich hier im dritten Viertel bei den Fraport Skyliners. TSJ in München noch nicht weg vom Fenster. Waren eben schon bei 12. Zurück nur, wenn die einen Dreier hier machen, ist es wieder 12. Einwurf jetzt. Udo Vicic von Fackler. Schöne Täuschung. Nico Hürtel mit dem Floater. Fehlwurf. Hat seinen eigenen Rebound irgendwie. Na, Fackler mit dem Offensive Rebound. Udo Vicic für 3. Gut! Tin Udo Vicic. Und da springen einige TSJ München-Fans von den Rängen auf. Ganz wichtiger Dreier von Tin Udo Vicic. Abgepfiffen Bonga. Schöne Bewegung. Einwurf Jamal Fatty mit der Nummer 13. Fatty, Joshua Bonga. Die Zukunft der Fraport Skyliners, Fatty und Bonga. Wieder Fatty, sucht 1 gegen 1. Suchte da den schwierigen Backdoor-Pass durch den Cut von Lewe, aber wieder ein Turnover von Frankfurt. Wieder die Möglichkeit jetzt für TS Jahn. Jetzt für 3, Fehlwurf, langer Rebound, kommt zu München. Die Loose Balls sind da auch jetzt. Keine gute Entscheidung da von Daniel Fackler. Aber TSJ in München noch mit Ballbesitz. Wieder der kleine Hürtel. Schöne Bewegung! Nico Hürtel! Und
unglaublich aggressiv für seine Größe. Nicht der Größte. Guck mal, diesen Mismatch gegen Joshua Bonga. 10 Punkte nur noch die Führung. Bonga in Traffic. Schöne Bewegung. Aber ein bisschen zu spektakulär. Und die Frankfurter jetzt nur noch mit Einzelaktionen. Weiterhin das Momentum bei München mit Hürtel. Hürtel spinnt sich zum Korb. Den hätte der eigentlich machen können. Offensive Rebound, alles. TSJ in München macht wirklich alles besser, außer diesen Schrittfehler. Holen die Loose Balls, holen die Offensive Rebounds. Ziehen gut zum Korb. Pech eben für Hürtel da durch den Abschluss, aber da mit dem Turnover eben. Frankfurt muss jetzt dringend wieder ein Erfolgserlebnis in der Offense finden. Vielleicht durch Joshua Bonga oder Jamal Fatty. Bonga. Foul gegen Fackler. Jamal Fatty. Fatty zum Korb mit links. Und wie ich schon in der ersten Halbzeit gesagt habe, das sollten die mehr machen. Oder er zumindest mehr zum Korb ziehen, die Fouls ziehen. Und so leichte Punkte zu kommen. Ja, Fatty in der JBBL hatte ein 7-Punkte-Spiel gegen Heidelberg. Erster Versuch nicht gut. Hatte 5 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal gegen Gießen. So seine besten Spiele. Toter Versuch auch nicht gut. In der Loose Ball kommt sie in München. 4 Punkte gegen Ursprung. In der JBBL für Jamal Fatty. Schöne Bewegung von die Nummer 5, Fackler. Und Pech für TSJ in München. Aber die geben alles hier, die Jungs. Die U14 der TSJ in München. Bemerkenswert, wie hart diese Jungs kämpfen hier gegen die Fraport Skyliners. Joshua Bonga. Bonga. Ah, kein guter Pass. Toll gesehen in den Passweg. Udovicic. Udovicic. De Vries spinnt sich zum Korb. Kann nichts machen. Musste mal rauskicken. Schöne Bewegung. 2 Punkte von Grusendorf. Wieder unter 10. TSJ München. Tolles drittes Viertel von den Münchner. Frankfurt jetzt in Traffic. Schöne Bewegung, Fehlwurf, offensiv rüber und die Münchner klauen den Ball. Fackler nimmt den Ball aus den Händen von Holloway. Schöne Bewegung, 2 Punkte, was ist denn hier los? Grusendorf mit Scoring in Bunches. Wieder ein Turnover von Frankfurt. Das Spiel hat sich total gedreht hier zugunsten der TSJ in München. Und Thomas Koch muss eine Auszeit hier nehmen von den Fraport Skyliners. 6 Punkte nur noch die Führung für die Fraport Skyliners. München hier mit einem unglaublichen 9-1 Lauf. Die wollen es einfach mehr als die Fraport Skyliners gerade hier. Die machen wirklich alles besser. Die treffen, holen die Loose Balls, Offensive Rebounds, verteidigen richtig klasse, kommen gut in die Passwege rein, lesen das Spiel sehr gut von den Fraport Skyliners. Und die Fraport Skyliners haben jetzt wirklich unglaublich viel Mühe hier, irgendwie hier zu einem guten Wurf zu kommen. Zu viele Einzelaktionen und ich bin mal gespannt, wie Thomas Koch seine Jungs jetzt hier vorbereitet haben für die letzten 1 Minute 49 Minuten hier im dritten Viertel. Und München hier mit Ballbesitz. Es wird brenzlig für die Fraport Skyliners. Steal von Joshua Bonga. Bonga 1 gegen 1. Bonga Coast to Coast. Und der Ball sitzt für Joshua Bonga.
abgepfiffen. ...1:29 das Spiel, immer noch Ballbesitz für TSC in München. Fackler und Hürtel spielen richtig gut hier in den letzten Minuten. Udo Vicic spielt ein sehr gutes Spiel. Von Downtown, Fehlwurf, Rebound Joshua Bonga, Fehlwurf von die Nummer 4, das ist Köller, der drin ist. Fertig für 3, gut, Jamal! Fertig von Downtown in die Ecke, richtig cool und abgebrüht, wie er den Dreier versenkt hat. Ganz wichtig gegen diesen Lauf von TSC München. Und jetzt Rebound Joshua Bonga. Bonga Coast to Coast. Schöne Bewegung. 2 Punkte. Joshua Bonga. Und es ist auf einmal wieder die Joshua Bonga und Jamal Fatty Show. Und die Frankfurter haben wieder in einen Blitzrausch die 13 Punkte Führung. Mit 48 Sekunden zu spielen. So schnell geht's im Basketball. Auch im Jugendbereich. Auszeit genommen von München. Frankfurt mit einem 7-0-Lauf. Ganz wichtig. Davor diese Körbe, 2 Körbe hintereinander von den Jannis Grusendorf. Aber jetzt die Frankfurter, wieder die Fatty und Bonga Show. Mit 48 Sekunden zu spielen. Was für ein Luxus, was die Fraport Skyliners haben, wenn sie so 2 Juwelen im Kader haben. 2 Rohdiamanten mit Fatty und Joshua Bonga. So schnell, innerhalb von einer Minute, 7-0 Lauf für Frankfurt. Einwurf jetzt für München. Udo Vicic, Fehlwurf. Jetzt kommt hier mit 35 Sekunden Jamal Fatty. Fatty. Grote mit der 8. Grote. Holloway. Holloway. Fatty. Von Downtown. Fehlwurf. 5 Sekunden an den Shotgun. Und der lange Rebound kommt zu Holloway. Oh, schöner Pass von die Nummer 6. Prüfer zu Grote. Grote für 2. 6 Sekunden noch. Off balance. Fehlwurf. Und letzter Versuch von Frankfurt. Und das dritte Viertel ist abgeschlossen. Frankfurt mit einem ganz, ganz wichtigen 9-0-Lauf in der letzten Minute. So, dass sie jetzt hier wieder komfortabler führen mit 70-55. Zehn Minuten noch zu spielen. Haben die Fraport Skyliners hier noch die Nerven. Und können die Führung noch behalten und den Titel holen. Das Momentum wieder auf der Seite der Fraport Skyliners. Die Jugendarbeit bei den Fraport Skyliners weiterhin in Topform. Immer wieder werden die Jugendtalente weiterentwickelt. Die Liste geht wirklich on and on. Und letzte Saison in der NBBL Schormann und Maxi Begü. Diese Saison kam Jordan Samare. In der JBBL sind auch Jungs dabei wie Dawn. Und jetzt hier in der U14 mit Fatty und Joshua Bonga. Fatty, schöne Bewegung. 11-0 Lauf für Frankfurt. Das ist wirklich ohne Mühe. Fatty zum Korb. Und wieder sieht es düster aus für TSC in München. Schöner Backdoor, schöne Bewegung. 2 Punkte von Köller, schöner Pass von Udo Vicic.
Ferdi wieder zum Korb. Nein, kickt raus. Für drei. Fehlwurf von der Nummer 6. Prüfer, Rebound von Herbst. Fehlwurf von München, Rebound Ferdi. Ball geht ins Aus. Jamal Ferdi, unglaublich athletischer Spieler, kaum zu stoppen, 1 gegen 1, ganz frei für 3 und der nächste Treffer für die Nummer 16, Marvin Esser. Fast ein Steal von Ferdi, von Downtown, die Antwort von Köller, Fehlwurf. Und Rebound da hinten von Esser. Joshua Bonga. Ferdi. Ferdi, tappe the key. 1 gegen 1. Ferdi. Und zieht das Foul. Das sieht schon manchmal so leicht aus, was er da machen muss. Zieht einfach in die Zone rein. Gegen 2-3 Mann. Entweder die gute Position um den Korbleger oder halt das Foul zu ziehen. Ferdi an der Freiwurflinie. Ins Spiel jetzt wieder für Frankfurt Konstantin Lewe. Sehr guter Verteidiger gegen die kleineren Spieler. Erster Versuch für Ferdi ist nicht gut. Nochmal Infos zu ihm. Seit der U10 dabei. Unglaublich lange Schritte und Arme hat er. Sehr schwer zu stoppen. 1 gegen 1. Das sehr viel Potenzial mit seiner Entscheidung zu machen auf dem Platz. Fehlwurf von München. Viel, viel Luft nach oben für ihn. Also hat sehr viel Potenzial, sagt Sebastian Gleim über Jamal Ferdi. Hat manchmal so ein bisschen Probleme mit seinen Knie, aber das ist normal, wenn junge Menschen schon sehr früh schnell wachsen. Und das ist ja der Fall bei ihm. Er ist ja schon sehr groß für sein Alter. An der Freiwurflinie jetzt Joshua Bonga. Der jüngere Bruder von Isaac. Hab den Isaac nicht in der Halle gesehen. Kann sein, dass er noch in L.A. ist. Weiß nicht, wie sein Sommerplan ist. Vielleicht war er schon in Deutschland gewesen. Ist wieder zurück und macht seine Workouts bei den Lakers. Wird sicherlich dann später im Sommer wieder zurück sein, wenn die Nationalmannschaft ruft. Aber wo er jetzt ist, ob er in L.A. ist oder ob er in Deutschland ist, kann ich nicht sagen. Bonga mit einem Freiwurf eben. Zentgraf mit der 14. Turnaround-Wurf. Oh, was für ein Kampf da von der Nummer 8, Grote, um seinen eigenen Rebound zu holen. Und ein Schrittfehler gegen die Nummer 16, Marvin Esser. Aber wie gesagt, wenn man so komfortabel führt, dann häufen sich auch mal die Fehler. Einwurf jetzt die Nummer 13. Kyle Warner im Spiel jetzt aus Kanada. Guter Rebounder, guter Driver. Und mal 2 Punkte mal wieder für München. Janis Grusendorf. Jetzt Frankfurt mit Bonga. Oh, ein Steal, gut gelesen. Und 2 Punkte wieder
Das war Grusendorf. Sehr starke zweite Halbzeit für Janis Grusendorf. Und zwei Punkte. Bonga, schöner Drive zum Korb. Und jetzt Köller, der Kapitän mit der 4. Für 3. Schöner Wurf, Fehlwurf. Und der lange Rebound kommt zu Joshua Bonga. 6:50. Die Zeit geht runter. Und es sieht immer wahrscheinlicher, als ob die Fraport Skyliners hier den U14-Titel für sich holen werden. Fehlwurf, Offensive Rebound von die Nummer 8, Sergio Grote. Jamal Fatty mit drei Fouls, kommt wieder im Spiel, war kurz an der Bank gewesen. Bonga nimmt jetzt eine Restzeit. Frankfurt führt komfortabel mit 17 und an der Freiwurflinie Grote. Erster Versuch für Sergio Grote ist nicht gut. Einer der Frankfurter Big Man. Zweiter Versuch für Grote. Ist gut. München jetzt. Und Schritt, nee, ein Foul gegen Frankfurt. Georg Essel da am Ball. Einwurf De Vries. Udo Vicic. Warner zu Udo Vicic für 3. Und der Sitz. Ten Udo Vicic. Jamal Fatty. 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 Fatty mit 9 auf der Uhr. Zieht rein, kickt raus. Und schöne Bewegung. Da kam keiner rüber, um Finlay Prüver zu verteidigen. 2 leichte Punkte für ihn. Warner. Warner. Zieht, kann nichts machen. De Vries mit einem High Rainbow, Fehlwurf und Rebound da von die Nummer 16, Marvin Esser. Fatty und zieht das Foul. München mit 3 Team Fouls, Frankfurt mit 1. Auszeit genommen, die Fraport Skyliners hier dank einem überragenden 9-0-Lauf zu Ende des dritten Viertels haben die Kontrolle wieder übernommen, nachdem sie ein bisschen nachgelassen hatten im dritten, wo TSC in München besser verteidigt hat, sehr viele Turnovers forciert haben, auf einmal auch besser getroffen haben und auf einmal nur noch mit 6 Punkten hinten waren. Aber es war dann in der letzten 1,5 Minuten die Fatty und Bonga Show, als sie für 7 Punkte kombiniert haben. Und so konnten die Frankfurter sich wieder absetzen. Und jetzt dann wieder sehr komfortabel führen mit 81:64. So, die Spieler kommen wieder auf den Platz. Und die Frankfurter mit 5 Minuten und 22 Sekunden weg vom die deutsche Meisterschaft der U14. Fünf 23 noch zu spielen. Bonga wieder auf dem Platz, Fatty auch. Und gute Defense wieder, diesmal von dem Kanadier Kyle Warner. Mit dem Steal von Downtown, Grusendorf mit dem Fehlwurf. Joshua Bonga. Fatty. Turnaround-Wurf, das sieht so leicht aus.
von dem Jamal Fatty. Von downtown die Antwort. Rebound Fatty, Fatty. Coast to coast, Fatty. Gut! Jamal Fatty mit dem Mega Dunk hier im BCM für ein Highlight. Jamal Fatty. In der NBBL letzte Saison Len Schormann mit den Dunks. Vor 3 Jahren Isaac Bonga. Also immer wieder irgendeiner bei Frankfurt, der gerne dunkt oder danken kann. Und Jamal Fatty hat eben gezeigt, dass er es kann. Es wird noch besser in den nächsten Jahren, da bin ich mir sicher. Oh, schöner Backdoor. Marner muss nochmal rauskicken. De Vries für 3. Gut! De Vries. Bonga, ein Schritt zu spät. Marvin Essel. Jamal Fatty. Verdribbelt sich. Steal von die Nummer 15, Rusendorf. Rusendorf. Foul. .349 trennt sich die Fraport Skyliners vom U14-Titel. Ins Spiel jetzt für Frankfurt mit der 14. Joshua Zentgraf und 2 Punkte für München. Bonga. Bonga! Kick nochmal raus. Oh, und da zum Glück noch für den Marvin Esser. Da kam er vom Flügel rein, penetriert und noch zuletzt berührt von einem München-Spieler. Und jetzt Frankfurt mit Zentgraf. Inside Bonga gegen den Mismatch. Bonga gegen Udovicic. Bonga immer noch. Bleibt dran. Hookshot. Eigenen Rebound. Bonga. Kick nochmal raus. Zentgraf. In Traffic. Fehlwurf. Zentgraf. Nochmal. Zentgraf. Bonga. 3 Chancen. 4 Chancen daneben. De Vries an der Mittellinie. Und 3 Minuten noch hier. Udovicic zieht das Foul. Gute Arbeit. Also der letzte Titel für die Fraport Skyliners 2016, der FIBA Europe Cup, damals in Chalon, Frankreich. Der nächste Titel ist fast da mit den U14. Bonga. Joshua Bonga, 1 gegen 1. Fertig, schöner Extra-Pass, uneigennützig. Zu Zentgraf, Fehlwurf, seinen eigenen Rebound. Nochmal zu Bonga. Neuer Aufbau für die Fraport Skyliners. Auf den Weg zum U14-Titel. Bonga, was für ein Crossover. Hat den Ball noch. Step back. Fehlwurf. Und Rebound von Udovicic. Udovicic, Coast to Coast. Off balance. Fehlwurf. Kommt zu Frankfurt. Bonga. 2:10 noch zu spielen. Bonga. Bonga. 12 an der Uhr. Schöne Bewegung und 2 Punkte von die Nummer 16, Marvin Esser. So, 1:50 noch zu spielen hier. TSJ in München jetzt noch. Und ein Block von Fatty. In your face. Gegen Hörtl, der mir aber gut gefallen hat heute. Er spielt richtig gut für seine Größe. Da ist er am Ball. Hörtl, Crossover gegen Bonga.
Kämpft mit Bonga. Ballbesitz noch für TSJ in München. Nico Hürtel. Seit der U8 dabei bei TSJ in München. So, ins Spiel jetzt noch mit der Nummer 12. Das ist Nick Geisel-Brechtfinger. Kommt auch noch mal rein ins Spiel. Nick Geisel-Brechtfinger mit der 12. Guter Ballhandler. Und der letzte Wurf von Warner, zu spät, Turnover, 24 Sekunden Chakra Violation. So, 1:29 noch zu spielen. Bonga und Ferti auf dem Platz. Fraport Scanners auf dem Weg zur U14 Deutsche Meisterschaft. Im eigenen Wohnzimmer. Ferti zum Korb. Schöne Bewegung, 2 Punkte. 0 Probleme. 20 Punkte Führung für die Fraport Skyliners. In die Ecke, die Nummer 8. 3 Punkte. Sehr schön gemacht von Ben Hofbauer. Sehr guter Werfer. Er hat es da unter Beweis gestellt. Auch gerade drin. Mit der Nummer 8. Ben Hofbauer. Für 3 Punkte. So, die zwei Stars gehen vom Platz. Ferti und Jamal Ferti und Joshua Bonga. Holloway. In die Ecke. Und der Wurf geht rein für Fabrice Heberer. Für 3, ein guter Verteidiger. Sekunden noch. Ein großer Moment für die Fraport Skyliners. Ein neuer Titel in der Geschichte. U14. Holloway. Finn Noll im Spiel jetzt auch. Finn Noll. Spinnt sich zum Korb. Verrückter Wurf. Offensive Rebound von Konstantin Lewe. Von Downtown. Der nächste Dreier von Roman Holloway. Frankfurter werden wohl nicht mehr die 100-Punkte-Marke knacken, aber die haben sich richtig, richtig gut bewiesen hier, nachdem die Münchner es nochmal richtig spannend gemacht haben im dritten Viertel. 28 Sekunden noch. Koller. 20 Sekunden, Koller. Mit der Nummer 8. Hofbauer. Und noch ein Dreier. 2 Dreier von Hofbauer. Super Ende für ihn. 10 Sekunden noch für Frankfurt. Live Zentkraft mit der 9 eben. Nicht mehr viel Zeit. 4 Sekunden noch. 4,7 Sekunden noch. Einmal nochmal Ballbesitz für die Münchner. Die werden nichts mehr machen. Die Uhr geht runter. Und es ist aus. Die Fraport Skyliners haben das Finale der Deutschen Meisterschaft U14 gewonnen gegen TSJ München mit 95-75. Herzlichen Glückwunsch zu die Fraport Skyliners zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft U14. Super gemacht. Ganz großen Daumen hoch für die Fraport Skyliners. Aber TSJ in München hat auch hart gekämpft. Die waren noch dran mit 6 im dritten. Aber die zwei Stars, Ferti und Bonga, haben den Sack zugemacht mit einem 9-0-Lauf. Und da konnten die Münchner nicht mehr reagieren. Und haben dann im letzten Viertel, hat Frankfurt sehr stark als Team gespielt. Ja, verdient gewonnen, die Fraport Skyliners. Deutsche Meister U14, 95-75 über TSJ in München. Und ich werde mal sagen, das war es hier aus Frankfurt. Ich bin Malte Schmidt-Schäuber. Hat richtig Spaß gemacht, hier heute das Spiel kommentieren zu dürfen. Und herzlichen Glückwunsch nochmal zu den Fraport Skyliners. Ich wünsche allen da draußen noch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dem BCM. Die letzten Bilder hier live aus Frankfurt. Ich bin draußen.